Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück, meine werten Ladies and Gentlemen, zurück zu Total War Warhammer 3. So. Mal einen kurzen Überblick verschafft hat Nordland, das heißt Salzmünd wäre hier die Provinzhauptstadt. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Wir kommen in einer Runde eh nicht dran, deswegen kannst du hier schon mal rüberkommen aus dem Norden. Dann darfst du dich nochmal voll regenerieren und weil es so schön ist, wirst du hier einfach einen Hinterhalt legen. Ja, es wird langsam kompliziert, es wird auch anstrengend in gewisser Art und Weise. Du wirst bitte da oben den meucheln. 39% Chance. Oh, das ist aber riskant. Es war leider ein Fehlschlag, aber nichtsdestotrotz Einkommen stärken. Haben wir einen Versuch gewagt. Wir sind ziemlich groß geworden. Es wird auch sehr anspruchsvoll, langsam aber sicher. So, und ich wollte hier jetzt nochmal gucken. In dieser Provinz werden keine Chaosrisse auftauchen. Genau darum geht es nämlich, ne? So, hier hatten wir jetzt dich gebaut. Wie lange brauchst du noch? Du brauchst noch 2 Runden, okay. Wir kriegen aktuell 60 Wachstum, dann werden wir diese 2 Runden noch warten und dann umbauen. So, das Land der Trolle. Wir werden hier auch das Gebäude schon mal reinbauen. In dieser Provinz, ja. Ich würde gerne hier wenigstens ein Gebäude haben, um zu rekrutieren. Ich hätte hier gerne einen Hof. Und hier hätte ich auch gerne, wenn einen Hof. Ja, das sieht gut aus. Das ist sehr, sehr viel Einkommen halt, was dann da regeneriert wird. Hier haben wir auch fleißig gebaut. Hier werden wir auch noch weiter ausbauen, damit wir noch mehr Geld kriegen. Hier hatten wir gesagt, werden wir das reinbauen, ne? In Gerslev, weil das ist in der Nähe von Kislev. Das können wir schön verteidigen. Und dasselbe Spiel gilt auch für alle anderen. Hauptsache, wir haben überall einen Schutz drinne. Was brauchst du hier? Den Marmorsteinbruch. Wie lange brauchst du denn noch in Prag? Du brauchst dann noch 4 Runden. Das ist natürlich ein bisschen lang. Da werden wir hier schon mal ein Gebäude absammeln. Und zwar dich. So. Weil ich glaube, irgendwann wird er wieder brüllen. Und wenn er brüllt, dann ist es unangenehm, ne? So, hier einmal reingebaut. Dich hier reingebaut. Wir haben einmal eine Eisengrube. Rekrutierungskosten für die Standardarmee und die Zarenwache. Das ist natürlich interessant. Das heißt, da würde sich das Gebäude hier eigentlich lohnen. Das hatten wir schon gebaut. Und vielleicht eine Garni. In der verbotenen Zitadelle. Bevor wir hier von allen Seiten angegriffen werden. Ja, dich hatten wir jetzt. Du hast aber schon eine... Ne, du hast eine 17er Garni. Dann werden wir dich ausbauen. Wie lange brauchst du denn noch? 8 Runden? Aber er hat immerhin schon mal die Nachtwache. Und den Rest hatten wir ja gesagt, gucken wir uns an, ne? Ja, er hat leider die Seuche. Mehr können wir nicht machen. Wir dürfen noch eine Anrufung starten. Vorsatzverschleiß bei feindlichen Armeen. Joch. Klingt immer gut. Klingt immer gut. So, jetzt gut aufpassen. Weil ich möchte jetzt gerne sehen, was passiert. Our common cause shall benefit the world. Hi.
Zum Dienst bereit, die Svetlana. Der Foliant des Schicksals verkündet, dass Orsun bald wieder brüllen wird. Bereitet eure Armeen auf den Dämonenangriff vor und wappnet euer stärkstes Heer für die Reise durch die Leere ins Reich des Chaos. Das Gebrüll wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Er wird brüllen. So, das heißt also, mit Katharina werden wir jetzt hier eben reingehen. Wir haben Verbündete da dabei gehabt, was ich sehr interessant finde. Das ist auch sehr nett. Dankeschön dafür und werden das erstmal besetzen. Mehrere Siege über Vampirfürsten errungen, natürlich. Persönliches Arrangement in Schlachten. Wir haben wieder einen Banner mit Geländeeinheit und Co. bekommen. Sehr schön, sehr schön. Zwerge, ihr seid gefeuert. Nichts gegen Zwerge. Ich bin ein sehr großer Freund von den Zwergen. Wir werden gar nicht lange fackeln. Ich möchte gerne... Wir tun schon gerade global rekrutieren, richtig? Verdammt. Oh, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn? Ach, ärgerlich. Ärgerlich, sag ich euch. Ärgerlich. Wir haben eigentlich alles Wichtige mitgenommen, wenn ich das so sagen darf. Ne? Geschwindigkeit und Attributschleicher für Schneeleoparden. Ich meine, wir können einen Punkt reinsetzen. Ne, ich meine, es ist ein Schneeleopard, den wir beschwören. Der kämpft umsonst für uns. Das Problem, was ich hier jetzt gerade eher sehe, ist, dass wir hier Stirland. Oh, der hat schon einen Demigreifenreiter. Aber warum keine Artillerie denn? Wir kriegen schon einen Demigreifenreiter, verdammt. Ah, Gott, die sind stark. Aber halt wieder nur gegen Infanterie. Ich suche eigentlich etwas, womit wir unsere Feinde aus der Distanz kaputt machen können. Ach, ärgerlich. Okay, wir müssen mal eben kurz was checken. Wo ist denn hier unser anderer Kommandant, der hier? Only the faithful may serve. Das ist halt, weil wir die Eiswache haben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, zack, weg. Geht halt leider gerade nicht anders. Wir können es nicht ändern. Auch wenn wir gerade Gefahr laufen, dass wir hier gleich richtig böse auf die Nuss kriegen. Eigentlich müssten wir das hier reinbauen. Das ist okay. Das ist auch okay. Der Rest ist eigentlich okay. Zwei Runden lang. Der ist im... Na, Pech haben einer Runde schon an uns dran. Wir brauchen noch mal eine Runde. Ist das ärgerlich. Fokus auf Infanterie, Kavallerie. Infanterie. Infanterie klingt ganz gut. Oh, also. Wenn wir jetzt global rekrutieren, ne, brauchen wir 3 Runden. So, das steht schon mal fest. Und diese 3 Runden werden wir uns auch gönnen. Wir haben 2, 4, 6, 8 Kleven. 2, 4, 6. Ja. Ich denke mal, wir werden ein Schwert werden wir abgeben. Wir werden eine Kleve abgeben. Und dann werden wir global uns noch Kriegsbärenreiter dazu holen. Gepanzert gegen große Feinde. Der Unterhalt ist immens, ne? Wir sehen es ja. Der Unterhalt ist immens. Aber ich glaube, es ist okay. Es lohnt sich. Du bleibst noch eine ganze Runde hier oben drinnen. Wir sehen ja schon, was da angeschlichen kommt. Wir haben eine 17er Garnison. In einer Runde hätten wir sogar eine 20er. Er hat wieder Clanratten dabei. Ja, ja, mach mal. Mach mal Clanratte. Solche 2 Runden. Keine Armee in der Nähe. Valeria. Wenn ich dich richtig geschrieben habe, meuchelst du ihn jetzt. Erheblicher Erfolg. Gut, ich habe sie richtig geschrieben. Du hattest hier einen Hinterhalt. Hast du eine Garni drinnen in Salzmünd? Sieht nicht danach aus.
We are Kislev's finest. Then we'll obey. Ich weiß zwar nicht, wo der Oger ist. Hier unten hat er eine Armee in Middenheim. Krobat war auch nicht der legendäre Kommandant. Salzmünd können wir ausbauen. Wie groß bist du denn, Salzmünd? Huch, das ist aber... ist aber ein großes Dingen, du. Hau das mal weg. Das ist aber ein großes Dingen, du. Und dann holen wir uns noch den Dietershafen, ne? Wenn schon, denn schon. Gut, das heißt, das haben wir auch gemacht, das haben wir auch gemacht. So, du wirst das jetzt hier ein bisschen ändern. Wir haben jetzt noch zwei Plätze frei. Du nimmst bitte schon mal zwei Gepanzerte mit. Ja, wir werden hier ein paar normale Infanteristen erstmal schnell rekrutieren, damit wir das oben im Norden halten. Ich hoffe, dass das noch gut geht. Der Rest ist irgendwie ansatzweise verwundet oder ihm geht es nicht gut. Der Wald sieht gut aus. Da müssen wir das nur bauen. Die verfluchte Stadt sieht auch gut aus. Da werden wir aber das hier bauen und das hier ausbauen. Das Land der Trolle. Haben wir das Gebäude gebaut? Wir sind dabei, ne? Wunderbar. Bau, bau, bau. Und einmal der Trollgebirge. Okay. Beschädigtes Gebäude. Achso, Schloss Drakenhof. Ja, klar. Du fliegst raus. Da haben wir das Gold. Du fliegst raus. Sehr schön. Wo willst du hin? Ist eine spannende Sache, ne? Also, warum laufst du? Die ist doch eine Armee da. Kislev, the Enduring. Oh, ist das bitter. Das ist jetzt natürlich Horror, ne? Also erstmal, die Siedlung wurde infiziert mit der Seuche. Das sind die Frostlande. Wir haben die Konföderation. Das heißt, wir haben, ich glaube, einen Handelspartner verloren, im Kampf getötet. Die Siedlung wird belagert, Verhängnisburg und Fraktion vernichtet, Orks aus den fernen Ländern der Finsternis und eine Eigenschaft erhalten. So, was haben wir jetzt? Wir werden ja hier unterbrochen, ne? Und wenn wir jetzt angreifen, verlieren wir die Schlacht sogar. Es ist unfassbar. Aber warum verlieren wir denn? Wegen der Seuche oder weil wir so gering sind? Du bist halt Rang 6. Du hast halt die Hautwölfe dabei. Ob wir es gewinnen oder verlieren, spielt halt letztendlich keine große Rolle. Wir müssen das Beste einfach draus machen. Ich bin mal so frei und ehrlich und sag euch, wie ich darüber denke. Es ist halt... ja... ist halt schwer. Aber so ist es. Müssen wir mal gucken. Ich meine, der kommt ja auch mit drei Kommandanten. Er hat halt hier den besonderen Bonus. Er auch.
Hilft uns das jetzt schon, wenn wir die Trefferpunkte auffüllen? Ich muss mal eben gucken. Ja, Tatsache, der füllt echt die Trefferpunkte auf. Das war ja in Total War Warhammer 3 anders. Da ging es ja darum, dass wenn das Regiment schon so angeschlagen auf dem Feld war und wir die Trefferpunkte auffüllen wollten, dann hatten wir ja das Problem, dass wir... Lass mich jetzt nicht lügen, dass wir diese Trefferpunkte nicht auffüllen konnten, ne? Mit blühendes Leben und so. Da war dann immer so ein Strich dazwischen, so ein Balken. Na gut, wir müssen halt das Beste draus machen. Gucken wir halt mal. Wir haben ihn ja angegriffen, das heißt, der kommt wahrscheinlich gar nicht. Ich werde mal die Reitersleute vorausschicken, um ein bisschen zu spähen. Mhm. Alles klar, er kommt nicht. Das heißt, die Zeit ist für uns. Das sieht soweit ganz gut aus. Er hat ja eh kaum Fernangriffe. Aber es zählt nicht für alle, ne? Ah doch, der hat irgendwo was. Okay. Denkt daran, dass der Wald eure Bewegungen verdecken kann. Mhm. Holt den Feind in der... Ein Zauberer hat er dabei, okay. Wir müssen mal gucken. Also ich meine, mit der Eiswache, mit den Kleven... Mit rüstungsdurchdringenden Geschossen haben wir vielleicht eine Chance. Das Problem wird sein, die Hautwölfe, die ja die Regeneration haben. Und die sind dann auch gut gegen große Feinde. Da mache ich mir ein bisschen Gedanken, ja. Einmal Armeefluch. Dann kann der Zauberer auch zaubern, so viel wie er will. Können gleich nochmal die Truppen auffüllen. Dann müssen wir eben schauen, wie er sich aufstellt. Dabei ist das schon hier viel zu weit. Lass sie mal hier hinten stehen. Und mal die Kavallerie dazu. Weil sobald wir jetzt anfangen werden loszuschießen, natürlich hat der Feuerzauber, gibt es ein bisschen ins Gesicht. Ja. Nochmal Truppen auffüllen. Hat immerhin ein bisschen was gebracht, ne? Ein bisschen. Die Chance gibt und wir dürfen hier noch ein bisschen rumschießen, dann hätte ich ehrlich gesagt gar nichts dagegen. Das wäre ja schon ganz cool, ne? Das ist ein fieser Zauber. Eiswache. Nein, 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 nein. Einfach weg da. Ja, passiert halt. Wir werden die Pferde mal gegen die Eiswölfe dort reinstellen. Und dann... Und dann würde ich sagen, geht's los, ne? Hast du denn eine Chance gegen den? Oh, du bist gegen jeden dort besser. Dann würde ich sagen, haben wir eine gute Chance gegen den. Ihr habt doch eh magische Munition, dann schießt doch so lange auf die Jungs hier. Und verflucht die direkt bitte. Genau das meine ich hier. Das wird nämlich die Problematik werden, wenn er nämlich jetzt durch den Wald geht. Da müssen wir gleich mal gucken. Wir haben jetzt hier unten noch die Kleven. Das ist okay. Die müssen das auf jeden Fall abfangen, wenn es geht. Die Bogenschützen direkt mal in die zweite Reihe. Wird halt ein sehr kompakter Kampf, aber es wird halt ein Kampf. Ah, hier. Bitte einmal auf die Eiswölfe. Ihr könnt ja da drüben drauf schießen. Und hier die Zarenwache, die wird natürlich die Jungs hier jetzt ein bisschen aufhalten, denke ich mal, ne? Und wir gucken mal, dass wir einen Kommandanten jetzt hier umsäbeln. Was machen die Pferde? Die werden wahrscheinlich von den Wölfen gerade auseinandergenommen.
Müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht noch ein bisschen Zeit gewinnen können. Ist ja klar, was er vorhat, ne? Also ich meine, das ist ja jetzt keine große Kunst. Es wird halt sehr, sehr schwer. Ist halt einfach so. Wird halt sehr, sehr schwer, leider. Wir haben jetzt noch einmal den Fluch, den wir hier reinknallen können. Aber wir haben wahrscheinlich zu wenig Power, ne? Ach, ihr habt ja auch einen Wachmodus an. Das war natürlich hier wieder delicious. Ja, der will sich schon mal zurückziehen. Gucken wir mal eben, ob wir den anderen Kommandanten noch kriegen. Die ohne Bär unterwegs sind, die werden halt einfach weggenommen, ne? Keine Chance. Weil, egal ob wir jetzt gewonnen oder verloren hätten, es spielt keine Rolle. Er wäre das nächste Mal gekommen. Und sogar mit Verstärkung. Er hätte uns tot belagert. Da haben wir natürlich jetzt einiges zu tun in der Kampagne. So viel steht fest. Ich meine, noch macht er sich ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier auf Dauer halten können, weil es einfach zu viele sind, ne? Ne, das werden wir moralisch nicht schaffen. Schade. Er lebt ja sogar noch. Wie das denn? Also, dass er noch lebt, wundert mich natürlich. Kann man die eigentlich? Nee, bringt ja eh nichts mehr. Dann ist ja alles verloren hier. Kannst du abbrechen, abbrechen. Das wird nichts hier. Gletschersprenger oder Geschosszauber? 200 Meter. Ja, das macht Schaden 15, 33 Rüstungssicht dringend. Ja, ich möchte gerne Eissplitter haben. Dankeschön dafür. Was haben wir hier wieder? Was möchtest du denn gerne? Drillmeister, Rekrutierung, Baumeister. Drillmeister. Gut. Das heißt, wir haben im Großen und Ganzen getan, was wir konnten. Aber werden es wahrscheinlich nicht schaffen, ne? Das ist halt sehr, sehr schade. Du kommst mal bitte, obwohl wir haben da gerade die Pest, ne? Du bleibst mal bitte hier drinne. Ha, ist das ärgerlich. Ja, du bleibst hier drinne. Du hast nach wie vor die Pest. Das ist sehr schade. Du bist Rang. Du hast ja das mitgenommen, Kriegsbär. Du nimmst bitte Herz des Winters mit. So, und jetzt geht es ja darum, dass wir relativ fix noch uns Dieters Hafen holen. Deswegen werden wir sie direkt mal nach oben schicken, weil wir sehen ja schon, die Waldelfen kommen natürlich auch. Und der ist noch am Rekrutieren oder ist woanders mit seiner Armee? Hast du was zu meucheln? Ja. Gibt immer was zu tun hier bei uns. Ach so, ja, ich habe schon wieder die Zeit vergessen. Mensch, es tut mir leid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.